Der gemeine Bayer trinkt im Allgemeinen gemeines bayerisches Bier. Der Gemeinheitsgrad wird immer nur daran festgestellt, in welcher Gemeinde er wohnt. Je gemeiner die Gemeinde ist, umso mehr Bier könnte er möglicherweise trinken. Im Allgemeinen ist der Bayer ja, der Urbayer, natürlich eine gefährdete Rasse. Er stirbt langsam aus durch die schleichende Unterwanderung der genetisch andersartigen Nicht-Bayern. Ja, nur wann er ausstirbt, ist noch fraglich. So richtige Urbayern findet man natürlich nur in seiner natürlichen bayerischen Umgebung. Man muss tief ins Herzen von Bayern eindringen, um mal einen richtigen Bayern erspähen zu können. Der Bayer sagt im Allgemeinen so etwas wie Servus, grüß dich, habe die Ehre, mit der Hand, geh. Es gibt natürlich auch Bayern, die trinken Wein. Das sind die Franken. Doch sage nie zu einem Franken, dass er ein Bayer wäre, denn er könnte es dir übel nehmen und mit seinem Bocksbeutel dir eins über deinen Quadratschädel ziehen, gell? Der Franke ist allgemein auch eine aussterbende Rasse. Nur wann, ist die Frage. Wann gibt's keine Franken mehr? Im Allgemeinen könnte ich auch behaupten, der Mensch sei eine aussterbende Rasse. Nur wann dieser Mensch so richtig ausgestorben ist, das weiß der Mensch selber nicht. Und er setzt natürlich alles daran, um fortbestehen zu können. Natürlich trägt der Mensch auch Kräfte in sich, um sich selbst zu reduzieren. Es gibt das alte Sprichwort, der Mensch sei sein größtes Raubtier. Wobei der Mensch ist im Allgemeinen auch sehr paarungsfreudig und widerstandsfähig. Er kann sich seiner Umwelt recht gut anpassen. Und gestaltet sogar die Umwelt im folgenden Maße so, dass er sich im Allgemeinen versucht, wohlzufühlen. Des Weiteren trinkt der Mensch nicht nur gerne Bier und Wein und Saft oder sogar so süße Blubbergetränke mit Koffein oder mit Süßstoff, das kann ich gar nicht verstehen. Getränke mit Süßstoff zu trinken, wenn man doch auch Bier trinken kann. Aber weithin ist ja bekannt, dass es auf der Welt auch Menschen gibt, die haben gar nicht so viel zum Trinken. Vielleicht sogar nur verseuchtes Wasser. Die würden vielleicht gern mal, so wie der gemeine Bayer, ein gemeines, ordentliches Bier trinken. Aber da die auch nicht viel zum Essen haben, wäre wahrscheinlich so ein Bier auf nüchternen Magen schon ziemlich berauschend. Aber zum Glück haben die ja nicht so viel Bier da, wo
wo sie auch nicht so viel essen und trinken haben. Drum bleibt der Bayer gern zu Hause in Bayern, wo es halt ein Bier gibt und der auch sein Bier trinken kann. Weil dem Bayern schmeckt sein Bier am besten. Natürlich gibt es auch so junge, unwissende Bayern, die nach erhöhtem bayerischen Biergenuss vielleicht auch ein Bier aus einem norddeutschen Gebiet trinken und dann vielleicht auch noch eine Marihuana-Zigarette rauchen, weil ihnen der Rausch vom Bier nicht reicht. Und dann gibt es wahrscheinlich auch Bayern, die trinken kein Bier, die rauchen nur Marihuana-Zigaretten, weil ihnen der Rausch von Marihuana etwas angenehmer erscheint. Des Weiteren habe ich nichts Erwähnenswerteres mehr zu erwähnen und genieße einfach nur den Unsinn dieses Selbstgesprächs, der im deutlichen Maße auf Verständnislosigkeit in der allgemeinen weit verbreiteten bürgerlichen Meinung treffen könnte. Doch das interessiert mich leider sehr wenig, denn ich bin ja ich. Was interessiert mich da die Meinung von irgendwem anderen, gell? Die ist da auch nur ein Schmarrn. Das ist ein Geschmarri. Das ist ein Geschmarri. Wenn du mir jetzt gedeppert hast, wenn du sagst, ich bin der Vollhang Spastikus, der Mongo Bego Bingo, dann werde ich wohl nichts gegen deine Meinung einwenden können, weil manchmal komme ich mir auch so dumm vor wie noch nie. Tja, was willst du machen? Dreht, bleibt, dreht! Im Allgemeinen ist ja die Bevölkerung ziemlich doof. Auch wenn es scheinbar ein paar helle Köpfe unter der Bevölkerung gibt, reißen sie doch kein großes Loch in das Dummheitsfeld der Allgemeinheit. Naja, ich will ja nicht der Intelligenz irgendetwas absprechen, denn diese Intelligenz, die sich manchmal zutage bringen lässt, ist natürlich auch etwas erwähnenswert. Also, durch diese Intelligenz haben wir uns schon so Apparate bauen können, in die man reinspricht und sich dann selber anschauen kann. Wir haben Autos erfinden können, mit denen man in relativ schneller Zeit von einem Ort zum anderen gelangen kann. Mit dieser Intelligenz haben wir gelernt, miteinander zu sprechen. Wir können miteinander sprechen, sagen, hallo, ich heiße, heißt du auch? Na, wie geht es dir? Mir geht es auch ein bisschen. Manchmal aber nur. Hä? Hey. Hack.